Ein Hallo und herzlich willkommen zu Folge 377 auf diesem Kanal. Die Ampel wird grün, da kann's ja losgehen. Die Folge läuft 20 Sekunden und es ist echt schon wieder zum Kopfschütteln. Schade, dass diese wirklich krassen Kandidaten immer das Glück haben, nicht erwischt zu werden. Hier stehen wir mit Tamu im Stau und da ist ja sogar eine Rettungsgasse. Aber auch nur, weil da gerade wohl ein Abschlepper oder Absicherungsfahrzeug durchfährt. Manche Leute denken sich dann aber, ach, so eine schöne Spur, da fahre ich gleich hinterher. Hier sind wir mit Terrambulator unterwegs und das ist an dieser Kreuzung hier irgendwie so ein kleines bisschen Chaos. Also wir haben ja ein sehr, sehr deutliches Zusammenrücken. Es gab ja hier innenpolitische scharfe Streitigkeiten. Das scheint wie... Und sich an dieser Stelle hier rechts vorbei zu quetschen, ist mal abgesehen davon, dass es nicht erlaubt ist, natürlich auch nicht clever, weil damit rechnet halt überhaupt kein Autofahrer. Aber die ganze Geschichte geht noch weiter. An der Ampel stellt er sich jetzt hier vor diesen BMW-Fahrer. Aber der BMW-Fahrer will die ganze Geschichte wohl auch wieder nicht auf sich sitzen lassen. Welche Vorschläge und Forderungen hat die polnische Regierung an ihre Partner? Und solange Roller und Motorrad durch die Abmessung Möglichkeiten bieten, schneller voranzukommen, wird es immer Leute geben, die versuchen werden, das auszunutzen. Wobei sich manchmal schon die Frage nach der Sinnhaftigkeit stellt. Zahlreiche Manöver später, wobei ja gerade das Rechtsüberholen unseres Einsenders auch nicht ungefährlich war, ist das hier der Raumgewinn. Statt hinter unserem Einsender steht er jetzt direkt vor ihm. Gelohnt hat sich das auf jeden Fall nicht. Ein kleines bisschen falsch eingeordnet. Fahr doch, Mann, ey. Also ich glaube, die Stimme hat er da auch im Kopf gehabt. Na, jetzt mal ehrlich, der Einsender hat mir geschrieben, er hätte ihn direkt angeguckt und wäre einfach trotzdem losgefahren. Das ist etwas, was auch auf diese Szene hier zutreffen könnte. Aber sehenden Auges in komische Situationen zu kommen, ist sowieso ein Mode. Oder vielleicht könnte man eher sagen, diese Situation hier zeigt sehr schön, warum eine sehr vorausschauende Verkehrsbeobachtung so wertvoll sein kann. Wir sehen hier schon, dass da vorne ein LKW fährt und davor ein relativ langsamer Transporter. Und es ist klar, dass gleich, wenn die linke Spur wegfällt, in diese Lücke nicht unendlich viele Fahrzeuge reinpassen können. Aber manche probieren es halt trotzdem. Hey, die Spur hört ja auf, Kacke! Was mach ich denn jetzt? Alle machen mit, egal ob groß oder klein. Zeig mir, wer du bist, das ist logisch. Tja, das gibt's doch nicht, ey. Guck dir mal den an. Zwei wunderschöne Stoppschilder und dann, ja, sowas. Der Markus sagt aber, als er hier rechts abbiegt, war das Auto, was von links kommt, noch relativ weit entfernt gewesen. Und jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten. Entweder der Markus hat sich hier doch verschätzt oder der Mercedes war hier zu schnell gewesen. Beides ist aber keine Rechtfertigung für dieses enge Überholen hier bei Gegenverkehr und dieses Racheausbremsen hier fast bis zum Stillstand. Trotzdem muss ich sagen, haltet an Stoppschildern bitte an, denn hätte der Markus das hier getan, wäre auch all das, was hier jetzt passiert ist, gar nicht erst passiert. Der Mercedes wäre nämlich schon längst vorbei gewesen. Yay, die Ampel wird rot, aber manche Autofahrer finden für alles eine Lösung. Der war hinter uns, ist jetzt rechts rum und ist dann hier außen rum gefahren. Was hat den gebissen gerade, sag mal? Was? Das war ich hier nicht, ich hoffe. Ja, seit da schon. Boah! Das ist ein Arsch. Ja. Hier sind wir zusammen mit dem Einsender Flo in Schweden unterwegs. Flo fährt LKW und lassen wir die ganze Szene mal laufen. Und wir wissen, in einer absolut perfekten Welt, da gibt es keine toten Winkel beim LKW, aber trotzdem passieren solche Unfälle hier immer und immer wieder. Die gute Nachricht vorab, es wurde hier niemand verletzt und auch der Autofahrer konnte seine Fahrt fortsetzen, wenn auch sein Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden war. Aber wie konnte das hier passieren?
Die Spur läuft in einem etwas unglücklichen Winkel auf die Fahrbahn zu und auch die Dashcam hängt ja weiter vorne in der Scheibe und sieht daher natürlich deutlich mehr als der Fahrer. Da ich von LKW aber wenig Ahnung habe, habe ich mal den Eure Videos Sascha gefragt. Er meinte, die Stelle, wo das Auto sich kurz vorm Aufprall befindet, ist unglücklich. Rein vom Sichtbereich ist das toter Winkel. Spätestens kurz vorm Aufprall hätte der Autofahrer aber durchaus im Frontspiegel, die LKW haben, sichtbar sein sollen. Saschas Rat war vor allem, lasst euch, wenn ihr mit dem LKW unterwegs wart, mehr Zeit für den Spurwechsel, lasst euch nicht hetzen, nehmt euch die Zeit, um solche Situationen hier besser beurteilen zu können. Und wir sehen ja, mehr Zeit lassen wäre auch hier ein wichtiger Schlüssel gewesen, um diesen Unfall hier zu verhindern. Und ich gebe euch gerne noch den Rat, wann immer euch das möglich ist, den Bereich rechts um das Fahrerhaus zu meiden, weil das ist ja leider nicht der erste Unfall dieser Art auf unserem Kanal. Selbst wenn ihr wirklich überhaupt gar keine Schuld an dem Unfall habt, so wie dieser rote Autofahrer hier, dann ändert das ja trotzdem nichts daran, dass ihr gerade einen Unfall mit dem LKW hattet. Das Duell ist in der Regel immer ziemlich ungesund, weil ihr es dann seid, die, wenn es blöd läuft, wirklich kreuz und quer über die Fahrbahn fliegen. Das Duell Auto gegen LKW gewinnt erfahrungsgemäß halt leider immer der LKW. Wir fahren hier etwa 190 km/h und ich würde sagen, bei dieser Verkehrsdichte ist das auch in Ordnung. Und das weiße Fahrzeug zieht hier wirklich ohne Rücksicht auf Verluste über die Sperrfläche direkt auf die mittlere Spur rüber, um das Auto vor sich zu überholen. Aber hieran sieht man auch mal wieder, wie wichtig eigentlich eine gute Verkehrsbeobachtung ist. Unser Einsender wusste hier noch, die linke Spur ist frei, beginnt an dieser Stelle schon sehr früh wieder nach links zu wechseln. Weiß man in so einer Situation nicht intuitiv sofort, dass die linke Spur frei ist. Hier noch zu bremsen, das wäre fast unmöglich gewesen. Hier sind wir mit Tobi unterwegs und er muss jetzt wegen dem rausziehenden LKW hier ordentlich abbremsen. Er macht dem Fahrer hier aber keinen Vorwurf, weil das schon so ein bisschen eine blöde Ecke hier ist, aber trotzdem ist diese ganze Situation ein bisschen merkwürdig, weil der LKW schafft das jetzt nicht wirklich, die Spur zu halten. Er pendelt hier mal schon leicht nach links und rechts und jetzt im Kurvenbereich kommt er immer wieder auf die Gegenfahrbahn rüber. Aber der richtige Klopper kommt noch. Hier in der Rechtskurve hat er auch wieder leichte Probleme, seine Spur zu halten, aber gleich im weiteren Verlauf hört er plötzlich einfach auf zu lenken und fährt erstmal schnurgeradeaus weiter. Alter. Und das hat er ja wirklich im letzten Moment noch korrigiert. Tobi ist noch ein Stück hinterhergefahren, er hatte erst vermutet Trunkenheit, aber nach diesem Manöver ist er dann wirklich wieder völlig normal gefahren. Woher ich schon eher denke, dass er hier irgendwie mit dem Handy abgelenkt gewesen ist, auf jeden Fall gruselig. Hier sind wir mit Tami unterwegs und es scheint, als würde sie eine gewisse Art von Fehlverhalten magisch anziehen, über die Linksabbiegerspur geradeaus fahren. Nummer 1, hier kommt Nummer 2 und alle guten Dinge sind 3. Und dass das halt alles nicht so ganz zu Ende gedacht sei. Aber es sollen generell alle bekommen, also egal ob die jetzt... Rechts vor, ja. Hier sind wir mit Gregor unterwegs und, verstehe ich irgendwie nicht. Hier rechts ist ein super breiter, beleuchteter Fußweg. Warum muss man dann auf der Straße laufen? Ist ja nur Blödsinn. Hier sind wir mit dem Felix unterwegs und er möchte in Richtung Euskirchen, nur irgendwas ist hier falsch. Viel mehr so außerschulische Angebote. Aber auch den Sprinter hier rechts hat es völlig in die Irre geleitet und er fährt jetzt einfach hier stumpf durch die Barken durch. Nur wer ist hier eigentlich schuld dran? An den Fahrbahnmarkierungen sieht man ja eigentlich, dass es eine Abfahrt ist, das hätte einem komisch vorkommen müssen. Nur die Beschilderung sagt halt was völlig anderes. Sie sagt klar, es geht dreispurig geradeaus, nur das geht's halt gar nicht. Und da ist bei einigen dann die Verwirrung perfekt und es kommen solche Aktionen bei raus. Aber wo wir die Situation sehen, kommt das jemandem bekannt vor? Genau. Vor 15 Folgen haben wir das hier vom Trucking Ben gehabt und der BMW fährt hier genauso falsch wie der Felix und auch da vorne fährt bereits ein Auto durch die Barken durch. Und einen Tag später war jemand drüber gefahren, hat hier die ganzen Barken kaputt gefahren gehabt und in der Fülle, wie das hier passiert, denke ich, wenn auf den Schildern die rechte Spur hier auch gesperrt gewesen wäre, so wie es in Wirklichkeit auch war, hätten sich viele Leute hier nicht so in die Irre leiten lassen. Hier sind wir mit Roman unterwegs und wir achten mal auf den gelben Opel hier. Und auch wenn die Aktion hier ziemlich daneben ist, war das ja doch ziemlich vorhersehbar gewesen. Aber der Roman hat uns noch ein Video eingeschickt. Wir stehen hier und der Mercedes blinkt links und will auf die linke Spur wechseln. Und er lässt die Autos durch und er lässt die Autos durch und er lässt die Autos durch und...
kann mir doch jetzt keiner sagen, dass er den hier nicht gesehen hat. Das war doch pure Absicht gewesen. Insgesamt hat er hier 7 Autos durchgelassen im kompletten Video und beim 8. fährt er einfach direkt davor. Einige von euch haben ja vielleicht das Gerichtsverfahren um Van Apian mitbekommen. Konkret soll es ein Problem darstellen, wenn Datumstempel und Uhrzeit der Dashcam in den Videos nicht verpixelt sind. Würde das meiner Auffassung entsprechen, hätten wir das seit jeher natürlich immer verpixelt, weil das ja auch nicht so viel Mehrarbeit gewesen wäre. So hingegen mussten wir jetzt vorsorglich alle Folgen vor der Folge 301 entfernen. Sascha hatte ja auch über 200 Videos runtergenommen. Aber die ersten 25 Folgen sind jetzt nachbearbeitet und wieder öffentlich. Diese könnt ihr hier rechts über die Playlist zum Beispiel aufrufen, das habe ich euch mal zusammengestellt. Auf der linken Seite ist noch eine normale Dashcam-Folge verlinkt, dann danke ich euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.